perfekt. Ach ja, kurze Anmerkung. Ne? Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich morgen jemanden mit hier hinbringe, der gerne lernen möchte zu spielen. Oh, cool. Einen aus der Schule. Ja, paar Kinder mitgenommen. Nee, der andere FSJler, der mit mir zusammenarbeitet. Ach so. Ah ja, cool. Und ja, der hat ein paar Karten so an sich, ja, aber halt nichts Halbes, nicht Ganzes, alle mit zerflattert, schon vor 100 Jahren und so. Okay. Aber er möchte gerne ein Elementarheldendeck. Er will jetzt auch nicht groß auf Turniere oder so, er will einfach ein Deck mit dem spielen und Spaß haben. Ja. warte mal. Maya, Kassi, habe ich mir gerade eben zusammengestellt. Ich habe noch nie damit gespielt. Oh, ja, die müssten jetzt laden. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt beeinflusst. So, jetzt kann ich das Ding beschweren. Auf jeden Fall hat er hat mich halt so gefragt. Ja, Kassi. Der macht halt an sich gerne Boosters auch. Habe ich gesagt, ja, das Pascal hat das auch schon 100 Mal erklärt. An sich ist es billiger, sich die Einzelkarten zu holen. Aber ja, wenn es zum Beispiel jetzt sowas ist wie bei dem Vampir-Deck, das ich vorhabe, jemanden irgendwann mal zu bauen, das ist billiger, sich das Display zu holen. Weil mit dem Display kriege ich fast alle Karten aus dem Deck raus. Und dann muss ich mir noch 2-3 extra Karten, vielleicht noch ein bisschen extra Deck dazu, aber dann habe ich statt für 90 Euro das komplette Deck, für 50 Euro schon fast das komplette Deck zu bekommen. Maya kann. Liest du mal den Effekt von hier der Beautiful Mayakashi durch und dann bemerkt, dass das nicht von Spatial ist. Nein, das ist so ein chinesisches oder japanisches Ding, ich weiß gar nicht. Moment mal, ich muss jetzt erstmal lesen. Bla bla bla. Aber das ist so gut. Das sind... Stimmt. Das sind an sich irgendwie coole Artworks, das gefällt mir. Bis jetzt nur vorgehabt. Ich habe mir zwar von Christian hier das von Kierdeck, das er zusammengebastelt hat, mal geschnurrt, er hat mir das geschickt. Ich habe aber noch nicht aufgehört. Das müsst du aber auf jeden Fall noch bearbeiten. Wir haben ja gemerkt, dass es nicht so perfekt ist. Ja, ja. Ja, wie schon, ich habe auch noch keinen richtigen Plan, wie man da wie man das macht und so weiter. Ja. Ja, und jetzt bin ich so hier und du bist dran. Okay. Müsste so oder so auf den nehmen. Die offensichtlichsten Sachen. Was ist das denn? Oh nee, was ist das? Ach, Manu. das Ding ist toll. So.
Ich mag die Karte. Hast du gesehen, Fabi, was ich gemacht habe? Oh. Der kann schauen, aber so weiter nichts, da ist er wie der andere, ne? Ja, ja, an sich kann der nichts. Aber er ist halt schon ziemlich stark, weil er einfach die Exzellenz-Funktion ziehen kann. Das stimmt. Guck auf Block. Okay. Okay. Also, das ist gut. Okay. Lass mal gerade meine Karte überstehen. Ja, ja. Oh, Junge. Oh, damit. Ja, It's okay. Hm, Zombie, den hab ich sogar. Was, das kann der? Als ob, man, das ist ja richtig stark. Nein, nein, hier die Sachen, die ich hier beim dem Deck entdecke. Ja, so nachentdecke und so. Als ob ich den jetzt. Oh mein Gott, okay. Alter, also. Aber Defense sind ohne Effekt. So dumm. Egal. Ist trotzdem. Ach, ich wette, würde ich das Spiel, würde ich das Deck spielen können, dann hätte ich das irgendwie noch gelandet. Aber ist ja auch egal, ne? Ducky, was kann denn der Ducky? Oh, das ist ein C. Du musst doch ein Zombie. Ach, den Stand kannst du dann auch. Ein Fortnite, denke ich. Hier und dann hier. Den. Nur Klassiker. Jetzt bin ich tot. Alter, ist das Deck heftig. Und dabei habe ich alles verkackt. Na ja gut, dafür bin ich First Turn gegangen und Nein, ich war First Turn. Ach stimmt, du bist ja First Turn gegangen. Machen wir mal wieder so. Okay. Ja, Upstart. Was willst du da gehen? Oh, oh shit, Mann, Alter. Gut, dann kann ich meine andere Superkarte raushauen. Oh, jetzt kommt der Lockdown. Oh Mann, ey. Wieder. Mach die Arte. Ja. Schweineteures Deck, aber naja. Ist ja noch gar nicht draußen, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Es geht damit auch einen krassen FTK. Das ist ganze dasselbe, Alter. Es gibt nämlich ein Zombie-Monster, das mildt immer zwei Karten vom gegnerischen Deck, wenn man Zombie-Monster specialt. Und wie du hier siehst, man specialt ein bisschen viel in dem Deck. Aha. Und werde ich das Spiel noch wiederkommen. Ja, genau, so irgendwie. Ohne Scheiß, wieso weiß ich jetzt schon, dass die limitiert wird? Die Ducky. Ohne Scheiß. Ich glaube sogar. Ach so, die. Ja, vielleicht. Ja, genau. Aber auf die kommt es gar nicht mal so stark an. Es kommt nämlich eher auf den Winged Mayakashi Haju an, weil der specialt einfach die Ducky vom Deck und dann hat man direkt mit einer Karte direkt das Synchro-Monster und direkt das große Synchro-Monster. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen auf jeden Fall das erstmal. Aber wenn nur das Deck hier pur ist, dann
Wahrscheinlich ja, mit die Ducky, weil, oder? Obwohl, ich weiß gerade, ob das so krass ist, wenn man das Meta spielt. Ja, weißt du, aber wenn dann sowas wie eine aufgehende Blumenzwiebel auf einmal pro Duell limitiert ist und nur einmal spielbar ist, dann ist das hier ein bisschen OP. Das ist aber nicht so generic. Ja, trotzdem. Machst du halt ein Deck mit dem Thema da und? Dann ist immer weiter, Digga. Alter. Oh. So. Oh, oh lol, okay. Warte, was hast du denn gerade? Achso, ich kann ja im Lauf nachgucken. Ah, Herz. Ja, gut. Jo. Zombies bekommen jetzt sowieso so einen Aufschwung, auch wegen dem Structure-Deck. Boah, jetzt muss ich mir mal kurz was nachlesen. Karten in meinem. Lol. Das ist eine C, würde ich sagen. Ach, geht. Ja, das würde ich. Wer ist noch? Wie war das? Ach so, das. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ach, Mayakashi Yoko. Ach so, das heißt auch beautiful. Das wusste ich gar nicht. Okay, ist auf jeden Fall da. Also, ich dachte, du meinst. Nö, glaube ich nicht. Nein. Ah, du Wichser. Du kleiner Wichser. Naja, nicht ganz. So. Oh, das will ich. Will ich das? Ah ja, okay. Warte mal, du hast jetzt noch einen Cyberdrachen auf der Hand. Okay. Da tut mir zwar im Herzen weh, dass ich Monster Reborn abwerfen muss dafür. Okay. Und der hat den Effekt, wenn er gespeichert wird vom Friedhof, kann ich Monster von dir zerstören. Oh, wie bitte. Wow. Ja, leider schlechten Seitenspielzug. Und der wollte ja den Infinity rausholen. Ja, dann. Das ist natürlich mies, aber. Ja, gut, ne? Hä? Wie? Ach so, ja, das stimmt. Das kann gut sein, ne? Ja, guck dir mal Beautiful Mayakashi Ducky und die Yoko an. Da die Schwänze bei Ducky, da die Schwänze sind davon. Das habe ich gerade nicht vor Augen, ich kenne die so kaum. Och nee, du Arschloch. Aber bei Ducky, die hat halt auch so viele Schwänze hinter sich. Ja, wieso kann ich das denn jetzt nicht spielen, Alter? Das, Alter, muss cool. Jetzt, das muss ich jetzt nicht machen. Cool. Alter, was? Wieso kann ich das nicht spielen? Hast du irgendwie eine Karte, bei der ich keine Zauberkarten aktivieren kann? Nö. Hä? Alles klar, Digga. Okay. Welche Karte ist es denn? Oder Overload. Sagen? Overload. Kann ich nicht aktivieren. Ja, weil du die Kartenzone da besetzt hast. Ja, und ich kann doch diese Karte benutzen. Ja, stimmt. Leicht behindert, aber okay. Na, ah, jetzt wirst du die eh wieder. Nee, nur wenn ich Monster Synchro beschwöre. Gut, dann. Oh, lol. Wie ein netten Kerl. Und schwupps. Ich bin jetzt, glaube ich, warte mal. Das Apfel finde ich geil. Ja, das ist. Ah, ne, ein Mayakashi vom Extra-Deck beschwören, nicht Synchro-Beschwören. Ich bin jetzt, glaube ich, eh tot, oder? Ja, bin ich.
Ja, das war so, ich hab echt nicht gedacht. Ja, wenn ich gleich fertig bin, dann kann Fabi mit Christian gerade machen, dann gehen wir gerade eine rauchen. Ja. Ne? Du kannst doch einfach angreifen, Christian, ist auch gut. Oder? Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich weiß ja nicht, was du da verdeckt hast. Nein, natürlich nicht. Ach so, dann ist das auch. Okay. Ah lol, ich kann immer nur einen von den Fetten da kontrollieren. Okay. Ich hab, wenn mir das jemand erklären kann, warum ich jetzt die Overload nicht benutzen konnte, dann... Schreib mir das gerade mal als Replay speichern. So, Christian, dann mach grad mit Fabi. Du musst nur gerade aufs Klo. Jo, ich bin lol, gleich. Du hast einen Pins. Jo, ciao. Bis gleich.